in Asia now, everybody is talking about building in the green way. Most people building in the green way is actually I built the same way as before, but I added another layer to show to market that it's green. It's just the decorations. We are strongly against this way of building green or market green. Ja, die Verbindung zu Arthur Wang ist zunächst mal bekanntschaftlich entstanden über einen jungen Mann, der Sohn meines sehr guten Freundes, Studienkollegen ist und seit einiger Zeit in Taipei arbeitet. Er hat mich mit Arthur Wang zusammengebracht, weil er wusste, dass ich mich sehr stark beruflich auch mit dem Thema Recycling befasse. Und tatsächlich ist daraus jetzt auch eine geschäftliche Beziehung erwachsen. Ja, Arthur Wang hat zwei ganz große Elemente dort verwirklicht. Es ist auf der einen Seite eine sehr spektakuläre Architektur, aber auch Recyclingmaterial bei den eigenen Bauvorhaben mit einzusetzen. Und dabei wiederum nicht ein Recyclingmaterial, das man jetzt auf dem Markt irgendwo bezieht, sondern mit eigenen Ideen dort aufzubauen. Und eine wichtige Idee ist, Polybrick ist die recycelte PET-Flasche. Everywhere you go, you have these PET bottles. So actually, recollections become very important, recycling become very important, geometry become quite important, and biomimicry become quite important. You have to be able to look into nature to find what is the most efficient shape and form to create a strong structure for a building. So literally, we are turning water drinking bottles into a structural brick that lock into each other based on folding paper. By folding into this honeycomb shape and interlock, they don't have to use glue and they can create a very strong structure with a huge amount of air pocket in between, which become a very good insulation for the building. Arthur Wang ist Visionär, weil er immer wieder unterwegs ist, neue Ideen zu entwickeln. Das Folgeprojekt soll diesmal stärker im karitativen Bereich sein. Es werden aus dem Polybrick jetzt Klassenräume geschaffen, wo Erdbebenschäden aufgetreten sind, sodass dort die Bevölkerung jetzt neue Klassenräume bekommt, die Kinder Ersatz für die zerstörten Schulen bekommen. Also das heißt, Arthur Wang steht immer auch dafür, schon wieder das Nächste mitzudenken, was aus den Projekten gemacht wird. Und damit ergibt sich schon aus dem Recycle-Gedanken eine stetige Herausforderung und kein Stillstand. Embedded, how it's made is more important than how it's actually used. I mean, use is what customer sees. How it's made is never really been talked about. So our idea is if we can create something that's light, that's cheap, okay, strong, high performance, at the same time use very little toxic material, then I think that is a very big step. Das Zusammenführen von Idee und Produktmaterialität, das ist avantgardistisch, dass auch die Ideen, die er aufnimmt, sehr modern sind und die Gestaltungen eine Handschrift haben, die ihn sicher noch bekannter machen wird. We recently came out with this story that we are actually putting in as a company education books. How to kidnap a banker's kid and actually get paid in 3 days. Imagine you want to kidnap a bank's son. You ask him to take out $10 million to save his kid. He can't even do it in 3 days. It's because there's so many systems in place to protect the money. So our logic is we have to literally rob the bank. That's the only way he can save his kid.